erster Linie ist eine straffe Führung gefragt. Und die Lösung kann nicht die Auflösung eines Truppenkörpers oder hier das Teil eines Truppenkörpers sein. Die Führung in Streitkräften hat nun mal etwas Besonderes. Und deswegen ist sie auch im Soldatengesetz im § 10 Pflichten des Vorgesetzten eindeutig festgelegt. Er hat für die Disziplin seines Verbandes zu sorgen. Im Übrigen hat er aber auch Fürsorge walten zu lassen. Beides scheint über Jahre nicht geschehen zu sein. Sonst hätten sich solche Vorfälle, entweder Extremismusvorfälle oder natürlich auch tatsächliche Kriminelle, wenn man die Waffenfunde und Munitionsfunde mal nimmt, nicht ergeben können. Dienstaufsicht ist erforderlich und hat nicht in dem Maße stattgefunden. Führung, militärische Führung, der höheren Führung, aber auch der politischen Leitung des BMVG hat nicht stattgefunden. Nachfrage, bitte. Aber noch mal eine Nachfrage. Das ist ja jetzt eher eine Zustandsbeschreibung gewesen. Ich würde Sie eher noch mal bitten wollen, noch mal zu schauen auf die konkreten Maßnahmen, die Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt vorhat. Also richtig. Die Auflösung der zweiten Kompanie ist ja nur ein Punkt. Das andere ist ja zum Beispiel geringere Standzeiten, Veränderung der Ausbildung. Das sind ja schon Maßnahmen, die sich dort abzeichnen. Da würde mich interessieren, was Sie davon halten. Ja, es sind ein paar Maßnahmen dabei. Eins haben Sie eben erwähnt, geringere Standzeiten, was ja dann in der Folge davon auch eine Fluktuation oder Regeneration im Personalaustausch bedeutet. Das wäre schon lange erforderlich gewesen, steht aber in Verbindung mit meiner ersten Stellungnahme, Pflichten des Vorgesetzten, für so etwas auch zu sorgen. Also diese Maßnahme ist richtig. Sie ist, wird von uns auch begrüßt. Sie ist im Prinzip überholt. Andere wiederum nicht. Die Dezentralisierung der Ausbildung. Ausbildung ist natürlich für Spezialkräfte etwas immens Wichtiges. Hier muss man einfach wissen, wir reden über die Spezialkräfte, die dem Heer angesiedelt sind. Und das Heer hat die Besonderheit, ein Ausbildungskommando zu haben in Leipzig. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen und auch schon vorher von uns als Verteidigungspolitiker mal gefordert gewesen, auch die Ausbildung des KSK in seiner Strukturierung, Organisation, dem Ausbildungskommando in Leipzig zu unterstellen. Das ist nicht gemacht worden, sondern es ist jetzt hier noch weiter gestreut worden. Und das sind Maßnahmen, von denen ich befürchte, dass sie der Besonderheit des Dienstes, die nun mal Spezialkräfte unterliegen, nicht in dem Maße gerecht wird. Das ist eben die Krux. Wir wollen und verlangen auf der einen Seite, dass auch Deutschland solche Spezialkräfte hat, die in der Lage sind, in Geiselhaft geratene Bürger rund um den Globus, dazu gehören auch Politiker, zu befreien. Und das ist nun mal eine besondere Aufgabe, auch unter Geheimhaltung. Und davon wollen wir auch nicht abrücken. Wir wollen weiter diese Spezialkräfte. Und deswegen können sie nicht so querschnittlich ausgebildet werden, wie es mir jetzt erscheint, dass es beabsichtigt ist.